Hi, hier ist Marc von BikenTV und VeloTotal. Heute wieder mal eine Folge von Marcs Meinung und es geht um das Thema alleine fahren. Wie ist es genau mit der Gefahr? Weil man hört natürlich ab und zu, wenn Leute alleine fahren, sich verletzen und dann im Wald irgendwo liegen, wo sie nicht gefunden werden, kann das sehr gefährlich werden, bis hin zur Todesfolge. Ja, und da möchte ich mal von euch wissen, fahrt ihr viel allein? Wenn ja, was sind das für Strecken? Die Strecke zur Arbeit oder auch wirklich Strecken mit Trails oder sogar mit Sprüngen. Wie macht ihr das, um da safe zu sein? Sagt ihr in eurer Familie Bescheid, ich müsste dann und dann wieder da sein. Jetzt mal zu mir, ich selber fahre recht viel alleine, wenn man das jetzt recht viel, vielleicht zeitlich nicht, aber ich habe halt beruflich viel Zeit auf dem Fahrrad als Fahrtraining-Trainer oder als Redakteur, Testredakteur. Das heißt, beruflich, wenn ich unterwegs bin mit dem Bike, habe ich in der Regel mit Leuten zu tun. Bei den Kursen meine Kursteilnehmer und da bin ich auch in Winterberg und Willingen, wo eh auch immer andere Biker sind. Wenn ich jetzt filme, habe ich dann einen Kumpel dabei oder wenn ich eine Produktion mache, dann habe ich einen richtigen Filmer dabei mit Equipment und so weiter. Da bin ich nicht allein. Wenn ich aber Zeit für mich habe mit dem Fahrrad, also im Alltag und ich sage, ich schaffe es eine halbe Stunde bis eine Stunde, Fahrrad zu fahren, auch ohne Kinderanhänger dann mal, dann fahre ich alleine. Und da muss ich zugeben, bin ich jetzt quasi auch in dieser Risikogruppe, weil ich allein unterwegs bin. Ich fahre dann hier bei mir zu Hause keine anspruchsvollen Sachen mit Sprüngen und so weiter. Aber auf einem breiten Schotterweg kann ja auch was passieren, wenn du eine hohe Geschwindigkeit hast. Deswegen würde ich sagen, ich gehöre dazu, zu den Leuten, die Bedarf hätten an Innovationen. Ihr habt es gesehen, manche Firmen, Bikehersteller haben das sogar schon so als Komplettpaket mit dem Helm. Ich habe hier meinen eigenen Helm, ihr kennt ja meine Helme. Und da gibt es diesen Sturzsensor von Toxen. Ich habe jetzt im YouTube-Kanal von VeloTotal eine Produktvorstellung gemacht. Da möchte ich jetzt einfach mal euch vorstellen, welchen Sinn das hat. Und dann werden dort auch weitere Videos folgen, dass ich mal ganz kurz teste, wie die ganze Handhabung funktioniert. Das Ganze läuft dann auch über eine App. Und ich muss mal kurz öffnen, dann seht ihr, geht es darum, dass der Sturzsensor im Falle eines Sturzes Notsignale aussendet, wenn man allein unterwegs ist. Ja, was kann man machen, wenn man so ein Ding nicht hat? Oder was man generell auch machen sollte, wenn man so einen Sturzsensor hat von Toxen aus Freiburg? Ja, von Specialized gibt es auch noch einen. Das weiß ich vom Leo Cast. Ja, man sollte auf jeden Fall hingehen und in wirklich risikobewusst fahren, weil man kriegt es immer wieder mit, Stürze können schnell passieren und wenn man einen Trail sehr gut kennt, es muss ja kein Trail mit großen Sprüngen sein, dann fährt man vielleicht manchmal so ein bisschen racermäßig, ein bisschen schnell und dann kann man auch mal doof wegrutschen. Also viele Verletzungen passieren nicht, weil man gerade das Wagnis, die Mutprobe gemacht hat, sondern einfach, weil man total blöd weggerutscht ist, über Laub, was man nicht erwartet hat, oder Tannenzapfen oder so, und dann auf einmal liegt man da, hat den Lenker in den Bauch reingerammt bekommen, und ihr wisst, dass so innere Blutungen zum Beispiel sehr gefährlich sein können, und ja, das kann schnell passieren. Man soll nicht den Teufel an die Wand malen, aber sich bewusst sein, man geht da wirklich auch Risiken ein, und ja, wie gesagt, Absprachen mit der Familie, oder gehen vielleicht manche von euch so weit und sagen, ich fahre gar nicht allein, das ist mir zu gefährlich. Mich interessiert eure Meinung. Schaut in der Videobeschreibung auch mal das Video von der Produktvorstellung vom Toxen Sturzsensor, den man am Helm montiert. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Meine Meinung kennt ihr jetzt. Man sollte sich auf jeden Fall für den Notfall rüsten, weil das kann passieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, also, vielfacher Mega-Balance-Champion. Oh yes. Jetzt wieder auf die alte Freeride.
Was ein Style, ey. Also, wieder hinter René. Ah, die Dinger sind so mies, ey. Go to flat. Oh fuck, jetzt wird er schnell, jetzt wird er schnell! Ah. Boah! Oh, alternative Linie jetzt! Oh. Nein, 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 nein! Oh yeah! Ich! Da ist er! Immer den Red Bull-Helm hinterher! Oh man, fuck it! Manual Challenge 1-0 für René. Und ja. Oh. Nein. Ah. Oh yeah. So. Wieder die breite Lenker Challenge. Joa, Schaltwerk überlebt. Mega, danke dir. So.